Und damit welcome back, werte Survival-Fans da draußen vor eure Bildschirmen zu einer weiteren wilden Folge Ark Survival Ascended. Schön, dass du da draußen wieder mit am Bildschirm klebst und ein großes fettes Dankeschön geht raus an alle Zuschauer, die das letzte Video positiv bewertet haben. Vielen lieben Dank. Ja, Freunde, was geht heute, was steht heute an der Tagesordnung? Ich hätte gesagt, ja, wir machen da weiter, wo wir letzte Folge aufgehört haben. Cruisen noch mal ein bisschen in der Gegend rum und schauen, dass wir einen männlichen T-Rex und einen männlichen Terry finden im hohen Level. Aber bevor wir das machen, würde ich mal sagen, checke ich erstmal, ob das hier mit diesen Eye Collectern sich gut funktioniert. Das sieht gut aus. Naja, Pinguin-Ei befruchtet und Standard-Eier, ein Dodo-Ei. Sammelt der auch von wilden Tieren in der Nähe? Das ist schon ein bisschen OP, aber okay. Gut, als allererstes würde ich mal sagen, probieren wir aus, was wir letzte Folge gefangen haben. Das heißt, wir haben hier unseren schönen neuen Biber. Meinen Biber an sich kenne ich ja, ist jetzt nichts Neues für mich. Aber ist im Grunde einer, ja, der besten Holzfarmer im Spiel, ne? Soweit ich das weiß. Es halbiert sich auch das Gewicht des Holzes in ihm. Das ist dann schon praktisch. Ist auf jeden Fall cool, mal einen zu haben. Noch cooler wäre es natürlich, wenn der Zement die Paste machen könnte. Vielleicht kann er das ja auch mittlerweile. Ich weiß es nicht. Waffensettel, okay, er fungiert auch als Smithy. Gewächshaus. Strukturensattel, aber er kann jetzt nicht, nee. Keine Zementigpaste machen. Schade. Nichtsdestotrotz, cool ihn zu haben. Jetzt schauen wir uns mal das hier an. Iguanodon. Wie der so funktioniert. Der soll ja angeblich Gemüse in Samen zerteilen können. So, natürlich erstmal ein bisschen Gewicht. So, an sich erscheint alles ganz normal. Dann gucken wir mal, was der so an sich kann. Ganz normal Bärenfarm, rechte Maustaste. Geht in eine andere Haltung. Okay. Schnell schauen. So ist er schneller. Dann ist das wahrscheinlich so Kampfposition, hä? Das hier ist so zum Reisen. Okay, kann der noch was auf C? Den Modus nicht. Das weiß ich nicht. Was ich auch noch ausprobieren will, ist, vielleicht kann der ja sogar Tetch farmen. Er kann es. Okay, er kann's. Nicht viel, aber ein bisschen was. Das ist doch schon mal ganz cool. Kann ich mit dem auch mal rumcruisen? Vielleicht kann ich auch die Ernteeinstellung verändern. Ach, guck mal, was ist hier? Fruchtsamen im Inventar. Ah. Okay, Seeds sind auf jeden Fall da. Aber alles nur von diesen Früchten. Okay, mal kurz beobachten. Simberry-Samen. 69. Fruchtsamen im Inventar. Ah, warte, wenn ich jetzt mit ihm... Sammelt immer noch alles. Okay, aber er sammelt halt nur die Standardsamen. Das war jetzt noch speziell. Ah, Kartoffelsaat. Okay, also er sammelt tatsächlich auch. Ja, dann machen wir doch mal ein kleines Ründchen, oder? Vielleicht kommen ja auch Karotten bei rum. Das wäre der Hammer. Und das jetzt für Samen? Tintoberry. Und die Beeren wiegen anscheinend auch nicht wirklich was in ihm. Das ist auch schon mal geil.
nicht viel. Nur ein, zwei. Oh, Verzeihung. Den habe ich gar nicht gesehen. So, hier im Friedhof noch mal ein bisschen was holen. Vielleicht können wir da was Spezielles noch. Ja gut, dann könnte ich mir auch durchaus vorstellen, wenn wir vielleicht dann im Gebirge mit dem Grasen, dass ich endlich an meine Karotten sammeln komme. Aber mal schauen, vielleicht hat er es auch jetzt schon gesammelt. Mal gucken. Karottensamen, Alter. Geil. Hammermäßig. Perfekt. Dann mache ich da jetzt nochmal ein Ründchen mit dem. Das heißt, bald können wir den Gemüsekuchen machen. Jetzt noch nicht sehr bald, aber in fairer Zukunft. Erst muss das Gewächshaus gebaut werden. Ah, das ist doch schon mal cool. Wir stehen nur noch nicht den Modus jetzt hier. Außer, dass er hier dann schneller ist. Kommt hier noch wegklatschen? Ah, jetzt ist er langsam überladen. Warte mal, das sieht mir noch nach einer Kartoffel aus. Na komm, nimm's mit. So, jetzt schauen wir mal, was rausgekommen ist. Also, Karottensamen, 6 Stück. Zitronen nehmen wir mit. Und Maissamen. Ja, Kartoffeln noch. Chillig. Die kommen jetzt erstmal in den Kühlschrank. Und den Rest der Beeren ziehe ich dann einfach so oben in den Futtertrog. Aber sehr cool. Damit macht der genau das, was ich haben wollte. Freut mich. Willkommen in der Familie. Namen kriegst du dann demnächst. Halt erstmal zum coolen Schrank. So, Maissamen. Das. Die Eier nehme ich jetzt mal raus. Hier ist der normale Kühlschrank. Oder war noch ein Ei? Schneeeule, okay. So, die Eier kommen hier rein. Kleineren. Und wahrscheinlich auch besseren Kühlschrank. So, sind alle drin. Gut, Fleischbeeren habe ich dabei. Schon mal gut. So, mein lieber Terry, dann kriegst du jetzt auch schon mal, ich weiß nicht, ob das schon geht bei den Heranwachsenden, noch nicht. Dann kriegst du es erstmal ins Inventar. Deinen Sattel für die Zukunft. Euch kann ich im Grunde schon mit draußen parken. So, was haben wir denn eigentlich hier für Geschlecht? Also hier auf jeden Fall weiblich. Die Hörner sprechen dafür. Oder? Ja, weiblich. Weiblicher Kano. Was war das? Männlich. Cool. Aber auch die Hörner. Na, passt zwar nicht ganz zum Geschlecht, aber okay. Man kann ja auch als Mann die Farbe gern haben. Wir sagen einfach, es ist lila, das geht noch durch. Ah, cool. Da freue ich mich jetzt, dass das so funktioniert, wie ich das wollte. Okay. Bei euch brauche ich ja nicht mehr checken, ob ihr Eier legt. Wird ja alles automatisch eingesammelt. Kuscheln. Ja, ein bisschen Liebe kriegst du. Du willst wahrscheinlich spazieren gehen. Okay, das spazieren gehen ist okay. Schauen, ob das schon reicht. Keine Ahnung. Nice. Fein. Ich find's so cool, dass er 1:1 aussieht wie Eddie. Wieder rein. Ab zu Nancy. Nancy kümmert sich. Ein. Okay. So, 10 Minuten haben wir schon. Dann hätte ich jetzt gesagt, eigentlich wollte ich auch nochmal schauen, diese Augment Station und die Salvage Station, was die so kann. Aber die Salvage Dings da brauchen wir dies.
Das Lederstein. Und diese, wie ist die jetzt, Average? Auch Augman. Ganz anders. Basenstroh. So. Gut, dann bauen wir mal zuerst. Was ist das jetzt? Die Augment Station. Augment Station kann angeblich dafür sorgen, dass man Ausrüstung, zum Beispiel irgendwie eine Waffe, eine gute, dass man die in einen Blueprint verwandelt. Dabei geht die Waffe zwar kaputt, aber dann hast du die aufgewertete Waffe dann zum Beispiel immer als Blueprint und kannst sie immer nachbauen, solltest du sie mal verlieren. Mach die jetzt mal hier hin. Vielleicht passen die ja sogar beide nebeneinander, das wäre ganz cool. Habe ich selbst jetzt noch nicht probiert. Brauche ich jetzt auch noch nicht, aber ist auf jeden Fall schon mal gut zu wissen. Ich spiele ja auch noch gerade auf einem anderen Server mit einem Kumpel zusammen. Der hat mir das gesagt, dass das ganz praktisch ist. Das war es dann auch, als er in der Höhle draufgegangen ist. Konnte er dann seinen Stuff dann durch diesen Blueprint, den er kreiert hat, von seiner aufgewerteten Waffe und Rüstung instant wieder craften. So, und das ist die Salvage. Ist das richtig? Da können wir, wenn ich das richtig verstanden habe, den Müll, den ich hier gesammelt habe, nehmen wir jetzt einfach mal, keine Ahnung, hier die Piken raus, können wir zerlegen. Wenn ich das korrekt verstanden habe. Oh, meine habe ich noch, ne? Gut. Einmal bitte zerlegen. Jawohl, sehr gut. Das ist großartig. Da können wir Müll verwerten. Sehr cool. Ja, wollte ich auch noch mal kurz ausprobieren. Jetzt können wir im Grunde los. Wir nehmen einmal der Boller. Essen, trinken und so weiter haben wir dabei. Okay, dann schauen wir mal, ob uns ein schöner Terry in die Fänge geht oder ein T-Rex oder auch was anderes. Man weiß es nicht. Der Loot Crate hier unten? Beinahe. Den nehmen wir noch mit. Boah, Frames Drop. Okay, was haben wir denn hier? Bauteile, Stimulanzen, eine Kanone. Nicht so schlecht. Nicht so schlecht. Kann man machen. Aber ich freue mich jetzt so, dass ich endlich die Samen wieder habe. Das heißt, wir können dann vielleicht irgendwie nächste oder übernächste Folge mal schauen, das Gewächshaus machen. Dann schauen wir mal jetzt, was mir vor die Flinte geht. Speichern mal eben, weil die Performance gerade echt zum Kotzen ist. Boah. 20 Frames ist nicht viel. Ruckel, ruckel, ruckel. Kann durchaus sein, dass gleich das Spiel abstürzt. Keine Ahnung. Hier werden wir dann auch mal hincruisen, wenn ich mal Bock habe, die Bosse zu machen. Können wir mal gucken, was die kosten. Zum Beschwören. Ich glaube, so grundsätzlich könnte ich die schon angehen. Aber da will ich mich auf jeden Fall besser vorbereiten. Jetzt kriege ich Karotten und einen Energy Drink. Geil. Was ist das? Patchy Sattel. Geht mal alles mit. Also, die Loots sind heute gut. Heute ist Loot-Tag. Sehr geil.
Gut, Leute, hier haben wir unser nächstes Target. Wir haben hier einen Terry Level 70 in männlich. Ich habe jetzt tatsächlich ein bisschen länger gesucht und das ist jetzt so der höchste, der hier war in der Gegend. Da hinten war einer Level 35, aber auch Female. Der Terry hier, der wird jetzt unserer. Hoffe ich doch zumindest. Hier ist nämlich schon einiges wieder los. Mal gucken, wie viel er frisst. An Pfeilen. Komm her, du. Komm zu uns in den Kreis der Gefährten. Was ist denn jetzt los? Was willst du jetzt? Zieh dich. Der Arsch. So, Terry liegt. Level 70. Kann halt hier jederzeit irgendwas kommen und ihn wegsnacken. Ich sehe halt auch nichts. Mal kurz hier nach vorne schauen, mal gucken. Raptoren, Raptoren! Seidenschnabel! Need you! So, wir gehen hier runter. Und machen wir hier mal sauber, hätte ich gesagt. So, den machen wir auch noch gleich weg. Obwohl, welches Level bist du? 20. Weg. Weg. Alter, krass, was ist das? Boah, da bin ich mal gespannt, wenn ich es bei meinem mal ausprobiere, was der Buff an sich bringt. Sieht ja schon irgendwie mächtig aus. Ah, wie schön. Somit haben wir den Terry gefunden. Der andere möchte eigentlich auch gern mit, aber... Nee, unter Level 60 geht nix. Also haben wir unter Level 50. So, du kriegst jetzt mal hier ein paar Beeren verabreicht. Grundsätzlich bräuchten wir für einen besseren Tame spezielles Kibble. Aber dann machen wir das halt jetzt erstmal mit den Major Berries. Ist ja an sich auch nicht das Problem. Warte, warte, warte. Was fühlst du denn? Er so, nimm mich mit. Auch wenn ich nur Level 35 bin, habe ein Recht darauf, zu den Gefährten zu gehören. Arschlecken 350. So, aber ich glaube, ansonsten ist hier eigentlich relativ friedlich. Da brauche ich jetzt gar nicht so wirklich schauen. Oder vor Ort bleiben, bis der fertig ist. Können wir ja mal gucken, ob vielleicht noch irgendwas in der Gegend ist, was auch irgendwie interessant wäre oder nett. Weil wir sind ja hier auch beim Redwood-Biom. Oh, Bär. Ah, blöder Moro. Bär wäre ganz cool. Auf Bären hätte ich auch Bock. Oder dieses Pferdevieh hier. 125. Aber den kann man nicht tamen. Not tameable. Aber wahrscheinlich nicht auf die normale Art und Weise. Braucht man wieder einen speziellen Tame. Ist das ein Raptor? Ist ein Mororex. Okay, cool. Dann mache ich jetzt hier nochmal einen großen Bogen. Wahnsinn, wie viel hier los ist. Das ist ja wie bei mir Samstag auf Arbeit. Kühler wäre ganz nice. Vielleicht finden wir hier noch einen Kühler. Iplo? Müsst ihr irgendwo an den Bäumen hängen? Wenn man Glück hat. Oder Pech, je nachdem wie man es sieht. Hier ist einer. 25. Ne. Ne. Wirkt nicht. Da ist noch einer. 70 Female?
Okay, cool. Ob ich die mal wieder finde, ist die Frage. Und mein Terry wird schon alleine klarkommen, denke ich mal. Hoffe ich. Aua! Mann! So, was kann der Tüler nochmal? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Vielleicht tanke ich einfach. Er kann auf jeden Fall auf Bäume. Was ist da? Oh, jetzt kommt. Uiuiui, tanken. Ah, okay, Blutungsschaden. Tank das weg, Seitenschnabel, du kannst das. Braucht nicht viel. Oh. Okay, er liegt. Alles gut. Überragendes Kibbel oder Fleisch? Okay, wir gehen auf Fleisch, ganz klar. Cool. Fleisch hatte ich auch noch stecken. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich werde gleich angegriffen von irgendwelchen Terrorbirds, die ich hier höre. Oh! Ein Bär! Alter! Ah, hier, nee, das ist nur ein Kano. Mit Baby. Ja, keine Ahnung, Bären findet man ja eher ein bisschen seltener. Kann man vielleicht mal ein Auge zudrücken und einen Level 35er mitnehmen. Frage ich mich, fressen die Honig? Hühler? Bist du was? Ja, ich habe ihm doch das Filet reingelegt. Das müsste schon passen. 35er Bär, komm, Ausnahme. Gott, das sind Raptoren. Wir müssen weg. Scheint da noch eine Explorer Note zu sein. Brauche ich jetzt aber erstmal nicht. Okay, Tüler läuft. So. Honig? Magst du Honig? Honig einer riesigen Biene. Ist das nicht Standardhonig? Das ist doch Standardhonig. Das testen wir jetzt mal aus, Leute. Wir gehen kurz mal nach Hause. Holen Honig. So, ich müsste noch ungefähr 18 auf Tasche haben. So. Auf zum coolen Schrank. Weil das ist doch, genau, Honig einer Riesenbiene. Der verdippt in 9 Minuten. Ich denke mal, wir werden nur einen brauchen. Gut, vielleicht nehmen wir nochmal 2 oder 3 mit. Alle guten Dinge und so. So. Boah. Der ist schon schnell unterwegs, du. Und wieder zurück. Okay, alles unverändert. Sehr schön. Hast sogar ein weiblicher Bär. Süß. So, gönn dir den Honig, meine Liebe. An sich werden sie ja schon angezeigt. Ich weiß nicht. Ah, da hinten ist der Terry. Oh, der Terry wacht bald auf.
Aber der hier auch. Warte, Moment. Das muss ich bewerkstelligen. Der hat sogar noch ein bisschen. Okay. So, der passt. Haben wir eine extra Spritze gekriegt. Aber beim Terry muss ich mich ein bisschen beeilen. So. Ich weiß gar nicht, ob es noch vonnöten ist, aber sicherheitshalber haue ich ihm nochmal einen rein. Besser ist das. So, Terry wird zuerst fertig. Weißt, wir können eigentlich erstmal hier bleiben. Und mal ein bisschen chillen. Schaut euch mal die Übersetzung von dem an. Das ist eigentlich irgendwie Fioma. Und hier ist Femi. Komisch. Ach, der Bär ist fertig? Ja gut, das war hier mit einmal Honig fertig, ne? Okay. Dann cruisen wir nochmal rüber. Ich meine, so der Redwood an sich ist schon auch echt eine hübsche Gegend. Aber halt auch super gefährlich. So, mein lieber Bär. Neutral. Ich weiß gar nicht, soll ich den vielleicht nochmal hier stehen lassen? Der Terry wird gleich fertig. So als Bodyguard. Wäre wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Okay, den muss ich jetzt nicht mehr betäuben. Aber gute Ausbeute heute. Richtig cool. Wieder zurück zum Terry. Tada! Da ist es. Level 100. Sieht eigentlich schon ganz cool auch aus. Brauche ich gar nicht so viel umfärben dann. Und ist fleißig, wie man sieht, ne? Super fleißig, gleich am Werkeln, gleich am Machen. Passt perfekt ins Team. Kommen in der Familie. Brauchen einen neuen Namen. So, einmal ausgewechselt. Der nächste ist dann für den Bären. Geil, dann fehlt eigentlich nur noch ein T-Rex. Ist allerdings jetzt auch nicht zwingend notwendig, würde ich behaupten. Würde mich jetzt doch fast mehr auf die Kano, Ceratosaurus und Allosaurus Produktion fokussieren, was die Fights dann angeht. Und Terrys. Natürlich Terrys, kommen auch noch dazu. Okay, dann warten wir mal, bis die Dame hier mal fertig ist mit ihrem Nickerchen. Jawohl, fertig. Geil. So, dann haben wir jetzt auch noch einen Dühler. Stark. Würde ich sagen, pack mal einmal ein. Komm mal her, du. Ab in den Pokéball. Das weiß ich gar nicht. Jetzt habe ich natürlich... Warte mal, hier war der Bär, ne? Den Honig nehme ich nochmal mit. Wichtig.
Und ich glaube, jetzt mit diesen Bären können wir auch Honig schneller farmen. Beziehungsweise mit dem können wir dann auch einfach mal schauen, dass wir uns mal darum kümmern, eine Bienenkönigin zu zähmen. Aber das erst irgendwann später. Dann können wir nämlich unseren eigenen Honig produzieren. Und Ziel ist es ja letztendlich, dass wir dann wirklich kaum mehr los müssen für gewisse Ressourcen. Dass wir das alles irgendwie zu Hause anbauen und herstellen. Ich weiß nur noch nicht wegen Perlen. Also später holen wir dann noch für Zement dann Schnecken. Das können wir dann machen, weil wir jetzt dann bald den Gemüsegarten haben und damit Gemüsekuchen machen können und damit dann auch die Schnecken zu züchten. Und die produzieren halt dann passiv, glaube ich, Zement. Aber mit Perlen. Ich kann mir nur vorstellen, dass wir mit den Ottern irgendwie an Perlen kommen. Es gibt ja Otter. Ich habe tatsächlich auch noch nie einen gesehen. Also Off-Tag jetzt auch nicht, wo ich unterwegs war. Ich habe noch nie einen Otter gesehen. Ich weiß gar nicht, ob es hier auf der Map Otter gibt. Wenn ja, bitte in die Kommentare. Sagt mir wo. Ich will unbedingt eine kleine Otter-Armee haben. Ich habe richtig Bock drauf. Gut, Leute. Dann würde ich mal sagen, ja, wäre es das erstmal für heute gewesen. War auf jeden Fall wieder sehr erfolgreich. Und dann schauen wir mal, was wir in der nächsten Folge machen. Vielleicht machen wir jetzt mal ein bisschen Abwechslung wieder. Vielleicht dann tatsächlich auch das Gewächshaus. Auf jeden Fall, ja, bedanke ich mich bei euch da draußen recht herzlich fürs Zusehen. Und wenn es euch gefallen hat, dann einmal den Daumen da lassen oder kommentieren. Und jetzt wünsche ich euch noch einen erfolgreichen und lässigen Tag. Bleibt sexy und geschmeidig. Bis zur nächsten Folge. Tschüssikowski.